Hi Leute und recht herzlich willkommen zurück bei One Piece Pirate Warriors oder so. Sorry, das war gerade ein komisches Intro. Egal. Wir spielen heute mit Marco, dem Phönix, mal wieder. Ist eine Weile her, ne? Chirp, chirp. Und diesmal gleich gegen den nächsten Admiral. Why not, ne? Diese bisschen Lava-Power können wir von Akaino ganz gut gebrauchen für uns. Mal ausprobieren. Das ist sicherlich auch ein bisschen OP. Wartet kurz. Erstmal möchte ich nicht unbedingt mit Level 11 gegen den kämpfen. Nur so am Rande. Nicht, weil ich es nicht könnte oder so. Nee, Quatsch. What? So. Bam. Nice. Das haben wir sowieso schon. Ich glaube, wir können auch schon einen Spezialangriff wählen. Von dem her. Okay, ich hätte nochmal auf Fähigkeiten schauen können. Egal. Let's go. Bin mal gespannt, was es hier Neues gibt. Ach, sehr schön. Geh mit Smoker im Team. Das hat man auch. Ich finde ja, Smoker hatte viel zu kleinen Part in der Kriegsarc. Ich glaube, er kam drin vor, aber. Kam er drin vor? Bin mir gerade echt nicht sicher. Oder war er zu der Zeit gar nicht dort? Ich glaube, er wurde zumindest mal erwähnt, aber das war es dann auch schon. Kein episches Duell zwischen Smoker und Luffy oder sowas. Das hätte ich mir persönlich noch gewünscht. Mehr. Bam. Bisschen heilen, weil wir es können. Naja. Bisschen, ne? Wir werden dann nicht mal Schaden von dem her. Bam. Bah. Ach, ich muss auf jeden Fall aufpassen. Au. Dann müssen wir den nämlich im Zeitlimit besiegen. Zeitlimit fällt mir immer erst viel zu spät auf. So. Während du die mal erledigst, mache ich hier die fertig. Achso, schön, das kann ich auch noch machen. Dieser Flügelschlag. Egal, wir gehen mal in unsere Logia-Form. Was? Müssen nicht Logia, Zoan-Form. Nein, nicht mal Zoan-Form. Einfach nur stärker. Ah ja, Marco spielt sich immer noch cool. Muss er echt. Ja, ich hab's glaube ich schon mal gesagt, ne? Egal. Ich wiederhole mich manchmal zu oft. So. Und let's go. Weiße Flammen. Geiler Name. Nein. Keine Eruption. Please. Und? Dankeschön, ich wollte gerade sagen, es dauert ein bisschen zu lange für meinen Geschmack. Ja, das stimmt. In der neuen Welt sind Logia-Früchte bei weitem nicht mehr so stark. Vergo und... Oh, okay. Wir sind gerade in der völlig falschen Welt dafür. Für die ganzen Charaktere, die hier auftauchen. Egal. Zählt gerade überhaupt nichts, aber ist völlig egal. Und. Ah, das war auch cool, ja. Aber es heilt nicht, ne? Sieht zumindest gerade nicht danach aus. Okay. Ich hole mir nochmal Smoker zur Hilfe und dann wechsle ich aber auch meinen Verbündeten. Wir haben hier schön Heldenpower. Vergo, du kannst auch sterben. Wäre echt cool zumindest. Yes, nice. Er ist tot. Nein, Caesar, du Clown. Ah, nice. Ja, aber wirklich, das ist vorbei für euch. Bam! Und? Bam! Nice! Hilf Corby und besiege Werbung. Oder war Corby? Ups, gar nicht gesehen. Mensch, Corby, du bist immer so ein bisschen im Hintergrund. Dabei spielst du eine sehr wichtige Rolle. Ich nehme mal kurz. Mr. Two! Oh, ich habe Mr. Two! Geil!
Sorry Leute, ich bin ein bisschen müde. Ich hoffe, das ist, schlägt nicht zu arg auf meine Sprachleistung. Aber ja, gibt's halt. Ich möchte auf jeden Fall für euch noch Videos produzieren. Und eigentlich habe ich auch noch genügend Konzentration dafür. Ah, das ist so cool. Mr. Bontu Clay. You rock, Sir. Und hier. Siege Akainu innerhalb des Zeitlimits. Da setze ich mich gleich mal dran, weil ich kenne mich. Ich kann nicht einschätzen, wie lange ich für ihn brauche. Wenn ich vielleicht gar nicht so lange für ihn brauche. Dum, dum, dum. Riesenmarine-Kommandant. Oh nein. I don't like you. Au. Okay. So. So aus. Sollte sehr viele Leute erwischen. Ja. Kann man, glaube ich, so sagen. Inklusive Heldenpower und alles Mögliche. Au. So. So. Was anderes kann ich nicht sagen, aber ich komme gerade auch nicht dazu, meinen Satz zu vollenden. Boah, sind hier viele Leute. Aber ich konzentriere mich erstmal auf diese Magma-Bruta. Ja, eben. Was mache ich noch? Nein. Fuck. Oh, ich muss. Ich konnte es nicht arg viel weiter rauszögern. Ich muss mich nämlich heilen. Ganz dringend. Bam, nice. So. Na, ja, noch Corby ins Team, ne? Nice. So. Fangen wieder mit denselben Wörtern an. Ich muss mich auf jeden Fall schmeißen. So. Ja. Matthias hat ja noch geschrieben, was seine Lieblingsanimes sind. Kaito. Das hat mich auch ziemlich überrascht. Das muss ich mir auch noch weiter anschauen. Kaito 1412. Ist es 1412? Egal. Kaito auf jeden Fall. Das war auch ein verdammt cooles Anime, das ich nur angefangen habe zu schauen, weil ich dann andere Animes geschaut habe. Aber, na gut. Das wird noch eine Weile warten müssen, denn es kamen mir gerade die neuen Animes raus, über die ich reden wollte. Jetzt weiß ich wieder, was ich reden wollte. What the fuck? Doofe Kopfschmerztabletten hier. Dum, 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 dum. Und mehr. Also ich habe keine Zeit mit mehr. Puh, gut, dachte gerade. Bisher habe ich 3 Animes angeschaut. Einmal Assassination Classroom. Gott. Was ich super finde. Also es geht genauso grandios weiter wie auch die erste Staffel. Ich meine, da hatte ich jetzt nicht wirklich Zweifel, weil ich kenne das Manga bis zu einem sehr weiten Punkt. Nicht bis aktuell leider. Also ich habe irgendwann meine Pause eingelegt. Weil ich gewünscht hätte, es hätte sich ein bisschen anders entwickelt, aber egal. Trotzdem werde ich es Manga demnächst wieder weiterlesen. Also immer ganz gut, wenn man schafft, ein bisschen Pause in ein cooles Manga reinzubekommen, weil dann weiß man, man hat wieder ordentlich viel zu lesen, ne? Oh, Josu ist dabei. Cool. Das Team formt sich so langsam. Das mag ich irgendwie. Ah, genau. Es ist Assassination Classroom. Außerdem ein Anime. Oh Gott. Ich kann natürlich die Namen von den Animes überhaupt nicht. Aber schaut in meine Twitter-Timeline. Dann seht ihr, was ich meine. Ich habe von beiden getwittert. In dem ersten, was ich mir angeschaut habe, geht es um einen Süßigkeitenladen. Nachfolger, Besitzer, wie auch immer. Sehr leichtherzige Comedy, aber sehr cool gezeichnete Figuren. Uns hat mal wieder einen Charakter mit so genialen Augen. So blauen Ringen. Nee, so blaue Augen mit so schwarzen Ringen drin. So, weiß nicht. Es ist irgendwie schwer. So, beschreiben, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Solche Charaktere kommen recht selten vor und das war, also ich bin die immer die haben automatisch bei mir etwas an Attraktivität. So, Punkte. Hi, großer Kerl. Wolltest du mir irgendwas sagen? Dum, 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 dum.
Lass mich dich mal kurz erledigen, mitten in der Luft. Weil wir es können. Oh, ich lieb diese Kombo. Bam, 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 bam. Ja, definitiv. Sind wir hier? Schaffe ich das noch? Ich glaube nicht. I don't think I can do it. Deshalb werden wir jetzt mal auf Chozo wechseln. Dann haben wir ihn auch noch im Team. Dann hat jeder was davon. Le Pen. Okay, lass mich mal ganz kurz hier aufräumen. Nein, Mr. Bon too late. Ich möchte ihn in meinem Team behalten. Moment, Moment. Den müssen wir jetzt retten. Also wir müssen einfach. Lass ihn nicht sterben. Das könnt ihr völlig vergessen. Bin ich so wie Luffy und lasse den die ganze Zeit im Stich. Ich meine, man soll ja ein Opfer auch ja respektieren, ne? Ja, eben. Du wirst nicht verlieren. Nicht so einfach. Chozo, ich habe einen Plan für uns hier. Och. Jetzt war es meine Desktop-Benachrichtigung. Ist bei WhatsApp gerade aus. Fuck. Und so. Also ja, wie gesagt, das Anime war auch ziemlich cool. Und dann noch ein Zeitreise-Anime. Was ja, nicht überrascht, aber was sich genauso entwickelt hat, wie ich es gehofft habe. Im Sinne von, es war sehr cool. Und es benutzt Zeitreisen wieder mal sehr cool einfach nur. Und nach der ersten Episode fängt es eigentlich erst richtig an. Ich lieb solche Animes, die erst so nach einer Weile richtig anfangen, aber trotzdem am Anfang schon genügend Potenzial zeigen. Ich möchte schon Hilfe. Sorry für die Geräusche, die man wahrscheinlich nicht mal hört, aber mich irritiert es gerade. Ich möchte schon von dem Anime begeistert sein, wissen, dass ich theoretisch sehr viel mehr von dem Anime schauen möchte. Aber auf jeden Fall soll das in der ersten Episode auch noch nicht alles zeigen. Okay, wenn es dann mal bei der zweiten oder dritten Episode dann sein volles Potenzial zeigt. So ein bisschen. Sowas wie, keine Ahnung, Soul Eater Not zum Beispiel. Das hat auch ein paar Folgen gedauert, bis man so gemerkt hat. Also, eigentlich, ich meine, selbst der Titel sagt, es ist nicht Soul Eater. Und es hat auch ganz andere Themen und so, leichtherzige Comedy, blabliblub und ist auch sehr geil auch, was es macht. Es ist nicht Soul Eater, definitiv nicht, aber es beinhaltet halt sehr viel von Soul Eater und viele Charaktere und so. Die ersten paar Episoden sehen vielversprechend aus, aber wenn es da mal richtig losgeht, hat man sogar teilweise wieder das Gefühl, man schaut Soul Eater, was ich sehr geil fand. Bum, bum, bum. So, ich werde vielleicht versuchen, noch morgen wieder ein Let's Talk About Anime zu machen. Ich kann nichts versprechen, weil das dauert immer sehr lang zum Schneiden irgendwie. Ich bin da niemand, der das so im Stück aufnehmen kann. Aber vielleicht sollte ich mir das mal angewöhnen, ne? Damit ich diese Dinge auch öfters raushauen kann. Nicht, dass ich da, also ich genieße es eigentlich schon, da ein bisschen Zeit reinzustecken und nicht alles, was ich sage, direkt in den Podcast zu machen. Aber es bedeutet halt auch, dass ich sehr selten überhaupt die Zeit habe, das zu machen. Und ich möchte es eigentlich öfters machen. Dum, dum, dum. Nein. Gif. Und ich schau mal nebenher ganz kurz. Bam. Bam. Okay. War nicht unbedingt wichtig, die Nachricht, aber egal. Dum, dum, dum. Okay, ich warte mal kurz. Wir haben wieder hier Zeitlupeneffekt. Muss warten. Bam. Richtig, Moment, ausweichen. Dann passiert eigentlich dieser Zeitlupeneffekt. Der passiert nicht immer. Sondern nur bei bestimmten Charakteren. Das habe ich noch nicht ganz kapiert. Ist auch nicht unbedingt generell Kizuna Rush. Bam, 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 bam. Okay, das hat sich auch ganz cool angehört. Ich weiß ja nicht, was sie gesagt haben, aber egal. Bam. Eigentlich müsste ich so den Folgentitel als nennen. Ha.
Verdammt, jetzt habe ich was gesagt. Ich muss das nachher wieder raussuchen, wie es überhaupt hieß. Okay. Sieg. Haben wir Triple S? Ich bin davon ausgegangen, aber ich habe jetzt nicht danach wirklich geschaut. Fuck. Ah, nice. Yeah. Na, also so schwer ist Triple S echt nicht. Wahrscheinlich eher zeitaufwendig, wenn man es nicht beim ersten Mal macht. Okay, Mumm. Mumm brauchen wir nicht, haben wir genug. So. Ich würde auf jeden Fall sagen, falls es euch gefallen hat, könnt ihr einen dicken Like da lassen, falls es euch sehr gefallen hat. Abonnieren. Wir können jetzt Akainu benutzen, was wir nächstes Mal definitiv machen werden. Und... Oh, okay. Cool. Ciao, Leute.